Hi. So, mein Lieber, wir sind jetzt live. Das Jawohl. alte Spiel, du kennst das ja sicherlich. Ja. Und mein Lieber, wir haben ja schon gerade ein bisschen gequatscht. Jawohl, haben wir ja. Und als Eingangsfrage kann ich dich ja, und das ist gleich so ein Icebreaker, dich gleich mal fragen, wie bist du denn auf mich gekommen? Ja, tatsächlich, über hatte ich dir auch geschrieben. Ich fange gerade so leicht mit Podcasts an und mich interessieren halt immer so Dinge so direkt aus dem Leben. Und ich höre mir durch meine eigene Vergangenheit bedingt, höre ich mir halt gerne so Suchtgeschichten an oder so Drogengeschichten, sage ich jetzt mal. Und das kann so alles sein. So, das sind auch mal irgendwie so diese wirklich dicken Fische, sage ich mal, irgendwie, wenn da Leute erzählen, wie die Tonnen verschiffen oder so. Aber auch so halt. Ja, die Leute von nebenan, so du, ich und ja, viele, viele andere, die so Geschichten zu erzählen haben. Und ja, so bin ich auf dich gekommen. Ich habe dann bei Spotify so ein bisschen rumgesucht und bin dann ja, bei dir gelandet. Sehr schön, sind letztendlich auch ganz wichtige Infos für mich, wie die Reichweite funktioniert, wie Leute auf mich kommen. Das war auch eine ernst gemeinte Frage, weißt du. Und das heißt, du machst gerade selber auch schon einen Podcast bisschen? Nein, ich höre nur. Also ich Ah, du hörst, bin so, du bist Konsument. genau, ich bin Immer noch. Endverbraucher, ja. Genau, du bist immer noch Konsument. Genau. Alright, Buddy. Also, wir haben das heute hier mal spontan eingeschoben, weil ich wirklich spontan Zeit hatte zum einen, weil das ging ja relativ fix. Ja, cool, Ja, auf jeden Fall. das ist selten und mich hat auch deine Story ganz schön abgeholt, muss ich sagen. Ja, du hast mir ja als E-Mail geschrieben, genau über die Website. Ich erinnere mich. Ja. Genau. Genau. Und die Story, also ich habe die nicht nochmal durchgelesen, aber was mir hängen geblieben ist: Südafrika, Gillies, Ja. Teledin, Abriss. Und ich meine, ich kenne ja nun Indonesien, Gillies. Damit einen ordentlichen Beutel Teledin aufzuschlagen, ist schon mal mutig, finde ich. Ja. Ja. Du kennst ja auch Ja. die 10 Jahre Haft in Bali Streams. Ja. Und ja, das hat mich ziemlich abgeholt. Und ich würde jetzt mal sagen, also wie ich es verstanden hatte, war es ja so, dass du eigentlich, lass uns doch da mal einsteigen, dass du eigentlich nach Südafrika geflüchtet bist, um einer Suchtgeschichte oder Leidensdruck aus Deutschland zu entfliehen, aber dass die Rechnung ist nicht aufgegangen. Nein, genau. Ich muss dazu sagen, das hatte ich dir so gar nicht geschrieben. Südafrika hat sich ergeben. Wir haben zu dem Zeitpunkt, ich und ein Freund, wir waren so verschreibungspflichtige Medikamente am Verkaufen. So Oh, okay. ja, noch nicht ganz großen Stil, aber das ist ja mittlerweile aktuell gerade ein richtig dickes Business und ich glaube, wir waren so mit die Ersten, die das so richtig groß betrieben haben. Also wir sind Apotheken im Umkreis von 60 Kilometern abgefahren und hatten wirklich, also wir hatten so einen IKEA-Karton halb voll mit allem, ne? Mit Ributril, mit Alprazolam, mit Bromazepam, mit Tilidin, mit allem, was halt so, sage ich mal, Angesagt ist. ballert. Genau, Ja. alles, was so ballert und halt verschreibungspflichtig ist, ohne ein BTM-Rezept zu kriegen. Und dann hatten wir da eine Dame gefunden, so eine Ex-Heroinsüchtige, die aber ja halt schwerst benzoabhängig war und die war wirklich sehr ehrlich. Wir haben da morgens so einen Hipster-Turnbeutel voll hingebracht und ja, die hat uns den verkauft. Wir waren dann abends da, sie hatte ihren Eigenbedarf quasi und wir hatten eine ganze Menge Geld. Wirklich eine ganze, ganze Menge Geld. Und boah, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon echt so eine anbahnende Kokainsucht. Also ich habe jeden Tag mindestens 1,5 Gramm. An Wochenenden auch gerne mal mehr. Und dazu dann halt, Tilidin war sowieso standardmäßig so, da mussten morgens erstmal welche rein, um überhaupt zu funktionieren, so, ne? Also es war schon, Tilidinsucht war schon ganz weit vorangeschritten. Und durch diese Dame, die hat Oxycodon verschrieben bekommen. Es war nur 10 Milligramm, aber ohne Naloxon. Und ja, von der habe ich halt noch blisterweise Oxycodon bekommen und dann ja, hatten wir eine Menge Geld und große Drogenprobleme. Mein Freund, mit dem ich das gemacht habe, der war auch schwer benzosüchtig zu dem Zeitpunkt. Und der hatte Verwandtschaft
die in Südafrika gelebt hat. Und dann hat der hat da vorher schon gelebt. Dann haben wir immer gesagt, boah, wir fahren mal runter. Und letztendlich ist es dann so gewesen, ich habe das meinen Eltern erzählt. Die waren davon natürlich so semi-begeistert. Okay, mein Lieber. Kann ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich habe schon ganz viele Fragen. Ja, ich habe die erste Frage eigentlich schon nach den ersten drei Sätzen gehabt. Aber mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich zu viel unterbreche. Darum habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Genau. Die Apotheken abgefahren, das heißt, ihr hattet Rezepte. Genau. Wo kriegt man die her? Wie läuft das? Wenn du das sagen kannst. Ja, ich kann das sagen, natürlich. Also ich möchte jetzt so schon mal hier eben ganz kurz einwerfen. Ich möchte hier niemanden für irgendwas anstiften oder so, ne? Mhm. Aber diese Rezepte, die sind Privatrezepte, kriegst du im Internet alles zu kaufen und die kriegst du ganz easy, ohne irgendeinen Nachweis kriegst du die im Internet gekauft. Die sind dann natürlich blanko und ja. Wenn du dich ein bisschen mit dem Computer auskennst, so dann kriegst du auch ganz easy dieses Format da drauf gedruckt und dann schreibst du halt irgendeinen Arzt drauf, fälscht irgendeine Unterschrift, Ärzte haben eh immer eine Sauklaue, ne? Also die ist da auch ratzfatz runtergeknallt. Und dann haben wir immer die letzte oder irgendeine Ziffer in der Telefonnummer verändert, damit wenn die mal nach hinten gehen und anrufen, weil sag ich mal, wenn da zwei Jungs in ihren 20ern stehen und sich sowas wie Rivotril oder Pregabalin oder sowas aufschreiben, auch noch die große Packung, dann wird natürlich ein Apotheker, der seinen Job ernst nimmt, hellhörig so, ne? Genau, aber dazu kommen wir gleich, das würde ich gleich fragen. Also das ist für mich wichtig gewesen und es geht ja auch gar nicht darum, so ins Detail zu gehen. Ich wollte einfach nur die Kette mal wissen. Also man bestellt sich die Blogs aus dem Internet, Darknet etc., ist ja auch erstmal egal. Ja, und genau. Wenn man so ein bisschen fit ist im Drucker und im Grafikprogramm, kriegt man das auch ganz schön sauber da drauf gedruckt. Easy, ganz easy. Dann hat man vielleicht noch einen Stempel sich gemacht oder wie auch immer und knallt den da drauf und fertig ist das Ding. Ja, so sieht's aus. Okay. Ist ja jetzt erstmal, finde ich, kein Hexenwerk. Ja? Nee. Wo ich jetzt schon diese zweite Barriere finde, und da gehst du ja gerade rein, wie du gerade sagtest, da stehen zwei 20-Jährige mit harten Privatrezepten, mit harten abhängig machenden Substanzen. Ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Es interessiert tatsächlich die wenigsten. Ist das in kleineren Städten anders als in größeren? Ist es viertelabhängig? Wie sind so deine Erfahrungen? Ich wohne zwischen zwei Großstädten, also so, oder zwischen mehreren Großstädten tatsächlich. Ich wohne in einer kleineren Stadt und ich sag mal, ich fahre nicht länger als 20 Minuten in wirklich Großstädte. Und es ist egal, ob ich bei uns in der kleinen Stadt hingegangen bin, ob ich in Großstädten hingegangen bin. Also ich sag mal, 9, damals war es so, oder sagen wir mal 8, 9 ist viel, aber 8 von 10 Apotheken haben das ohne. Klar, hast du mal einen schiefen Blick bekommen, aber das war's dann auch. Krass. Also, weil ich finde, da müsste eigentlich die Kontrollfunktion viel stärker sein. Klar, definitiv. So, das sind wirklich, ne, man denkt, das ist nur verschreibungspflichtig und man denkt dann an so BTM-Rezepte. Klar, sind die auch schlimm. Aber man unterschätzt immer so Diazid oder Benzos generell. Man unterschätzt Pregabalin, man unterschätzt Tilidin und Tramadol. Codein, das ist Teufelszeug. Ja, du machst dich, im Endeffekt kannst du dich mit Tilidin, es ist ein Opiat und du kannst dich davon genauso abhängig machen, wie du es von Oxycodon, von Hydromorphon, von H oder von sonst was kannst, so, ne? Okay, zurück zu dir. Also das heißt, mit 20, ich sag mal, wie bist du überhaupt drauf gekommen, so ein Zeug zu verticken? Wie fing das bei dir an? Warst du erst Konsument, bist dann ins Verticken gekommen? Ich hatte die Tilidin mal vom Arzt verschrieben bekommen, ich hatte Probleme mit der Schulter und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, da ging das gerade los, da hat man gerade so gehört hier in Berlin, wie sich die Jugendlichen angeblich, ich weiß gar nicht, ob das jemals so stattgefunden hat, auf Tilidin zu Schlägereien treffen und Die Storys kenne ich auch noch, ja. Genau, so, ich weiß nicht, ob das von den Medien vielleicht ein bisschen aufgebauscht wurde auch, aber ja, das war so die
Zeit. Also ich und, sag mal, in Sachsen ziehen sie Christel zur dritten Halbzeit und hauen sich vors Maul, in Berlin Teledin. Also, ja, oder so, ja, das mag sein, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Genau, und dann ja, habe ich das zuerst auch so packungsbeilagenmäßig genommen und dann, ja, wie es eigentlich dann mit allen Sachen so ist, ne? So, du merkst halt immer weniger auch von der Wirkung, die du erzielen möchtest, also von der schmerzstillenden Wirkung. Ja. Und dann kam natürlich auch irgendwann so die Neugier dazu, so, ne? Ja, und dann habe ich das auch ganz schnell, sage ich mal, einfach genommen, weil ich es geil fand, so, ne? Weil du Bock drauf hattest. Genau. Also bist von der medikamentösen Vergabe schon in Missbrauch geschlittert. Richtig, genau. Wie alt warst du da? Jetzt lass mich überlegen. Ich bin 2. Ich war da 22, 23. Okay. 23. Okay. Und dann kam irgendwann der Gedanke, wir sind eh schon drauf und bezahlen da und lass uns doch damit Geld verdienen. Genau, ja, also erstmal war es so der Gedanke, ja genau, du brauchst halt mehr als der Arzt die gibt. Ah, okay, es war so schon so ein Finanzieren der eigenen Bedürfnisse. Genau, es war einfach so, keine Ahnung, so ich habe dann auch zu meinem Arzt gesagt, ja, also ich habe in der Gastro gearbeitet, so, und ich habe gesagt, ich kann nicht so oft und Spätschicht und ich muss dann auch, ne, war ein langer Tag, ich kann nicht so früh kommen und muss dann direkt los. Und ganz schnell hatte ich dann auch die großen, die N3er-Packungen zu Hause und die waren dann aber auch ratzfatz weg, so, ne, und ja, dann brauchst du halt mehr. Und dann überlegst du, wie holst du dir mehr? Ich hatte keinen Bock, Ärzte abzuklappern. Also lag das dann für mich so mit der Apotheke nah. Und das hat leider Gottes ziemlich easy geklappt. Ja, ziemlich, ziemlich easy, genau. Und dann kommt aber dazu so eine N3er-Packung. Ich weiß gar nicht, boah, jetzt lass mich nicht lügen. Ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, ob die so stimmt oder nicht. Kostet aber auch ihre 60, 70, 80 Euro so. Auf Privatrezept. Auf Privatrezept, ja, ja. Klar. Also Kassenrezept haben wir nicht gemacht. Das ist echt, das war zu risky so, ne? Ein Privatrezept ist halt, ja, da fragen halt wenig Leute nach, auch der Apotheker nicht. Der verdient da dran ja auch mehr Geld, so, ne? Und, stimmt, ja. Ist ein Business letztendlich. Richtig, genau. Es ist ein Business. Er will auch, am Ende des Tages möchte der auch irgendwie seine Marke gemacht haben und machen die dann halt. Ne? Und da gab es auch Momente, wo es mal nicht geklappt hat? Wenig, tatsächlich wenig, ja, aber das war dann so, ja, Moment, wir rufen mal eben an, ja, und dann nimmst du halt die Beine in die Hand und guckst, dass du verschwindest. Seid abgehauen, okay, verstehe. Ja, genau. Und tatsächlich haben wir auch einmal den dummen Fehler gemacht, es waren 2 Apotheken auf einer Straße und ich habe noch kurz eine geraucht, Kollege ist schon mal in die eine Apotheke rein. Und ja, auf einmal standen wir so in der gleichen Apotheke, die war so ein bisschen verwinkelt und dann hörte ich die eine Apothekerin schon, ja, da muss ich mal eben anrufen und dann die andere sagte auch, ja, ja, also meine Bedienung dann quasi sagte auch, ja, da muss ich mal eben anrufen, ja, und irgendwie standen wir dann draußen vor der Apotheke und der eine sagte zum anderen selber, du bist nicht ein Idiot, warum bist du in meine Apotheke gegangen? So. Abgefahren. War das ein Buddy von dir oder war das eher so ein Geschäftspartner? Das war zu dem Zeitpunkt ein Kollege von mir, ja. Also schon ein Freund. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ihr wart beide, also ich sag mal so, das war so Anfang der 20er, also von 20 zu 25, und die Zeit geht es ja sicherlich jetzt. Wart ihr auch, also ihr habt das Zeug vertickt, okay, aber ihr wart auch selber schon massiv drauf. Ja, ja. Was war so, auf jeden Fall. Was war so Tagesdosis mit allem zusammen? Also Teledin, ich habe vom Arzt die 100er verschrieben bekommen, auf Privatrezept habe ich mir später die 200er geholt, ja, keine Ahnung, 200er zu Bestzeiten hast du dir mal so 7, 8 Stück zum Frühstück einverleibt. Wow. Und als ich dann die ganzen Benzos noch da liegen hatte, ich mochte nie diese Benzos, die so extrem auf den Kopf gehen, also so, ich mochte nie dieses Tabor und alles, ich hatte immer Clonazepam, so, also Rivotril. Ja, ja, ja. Das hat so eine körperliche Komponente. So, das fand ich dann eigentlich immer ein bisschen geiler und die habe ich dann, das war so meins, ne? Die habe ich dann ganz gerne so genommen. Okay,
Was wäre eigentlich sonst angesetzt gewesen? Ich meine, Ausbildung, Schule, was hast du nicht gemacht zu dieser Zeit? Ich frage mal so. Ich hatte, mein Freund ist kurz vorher verstorben. Der ist, da hatten wir, wir haben durch einen dummen Zufall haben wir Methadon bekommen. So, und Methadon ist, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen in dem Thema bist, Methadon ist halt von der Potenz her einfach abartig krank, so. Das ist, und auch von der Wirkdauer her, ne, das ist ja, wird ja zur Substitution eingesetzt, also, das nehmen natürlich Leute, die eh eine wahnsinnige Toleranz haben, und das muss bei denen ja auch lange wirken, damit die nicht affig werden. Und dann haben wir uns, ich weiß gar nicht mehr, ob es 40 oder 80 Milligramm waren, hatten wir uns genommen. Das hat so, kann ich dir nur genau sagen, ich habe meinen Freund am 3.1. habe ich den tot gefunden, und am Silvesterabend habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob schon, doch, wir waren schon am Böllern, also es war schon der 1.1. Hatten wir jeder so eine Methadon halt Intus, hatten dann noch, Was war hatten das? War das eine vorher, Tablette oder was für eine Form war das? Okay. genau, das war eine Tablette, wir waren übertriebenst dicht, also übertriebenst high einfach, voll auf Opis, richtig krank. Es war am Jucken, du konntest quasi nicht mehr geradeaus gucken. Wir hatten aber zusätzlich noch für jeden eine Flasche Wodka, wir hatten Magic Mushrooms en masse, und wir hatten einen ordentlichen Vorrat Kokain. Und er kam halt schon total besoffen und auf Methadon bei mir an und auf Magic Mushrooms. Also der lag auf dem Bett und hat, ja, der war halt bei sich, aber du hast gesehen, er war so in seiner Magic Mushroom Traumwelt, so hat er halt irgendwelche komischen Geräusche gemacht und wollte dann auf einmal das Koks haben. Und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich zu jemandem gesagt habe, so, ey, gebe ich dir nicht. So, du bist schon voll am Ende, und Du hattest ja, und da einfach war. schon ein ungutes Gefühl bei der Sache. Genau, Ja, genau. ja, Im ja. Endeffekt, da komme ich gleich zu, hätte ich es ihm gegeben, wäre wahrscheinlich vieles nicht so passiert, wie es passiert ist. Und er war tierisch angepisst, ist dann nach Hause gegangen, und ich war auch so tierisch angepisst, weil er hat mich da noch voll beleidigt, und er war älter als ich, muss man dazu sagen. Hat dann gesagt, ja, ich kann auf mich selber aufpassen und bla bla bla, wie das dann halt so ist. Ich weiß, was gut für mich ist, und ich habe es ihm nicht gegeben, und er ist dann abgehauen. Und er ist nach Hause gegangen, und dummerweise war der Typ, von dem wir das Methadon haben, hatten, sein Nachbar. Und ja, sein Nachbar wusste natürlich nicht, wie viel der schon Intus hat, und hat ihm dann noch eine Methadon gegeben. Und letztendlich ist er dann wahrscheinlich ganz alleine bei sich im Bett an einer Überdosis, so klassisches Ding, Atemdepression, ist dann halt verstorben. So, und Ja, ja, hart. das war dann, ich wurde dann, hatte auf der Arbeit ein übelstes Down, mein Chef hatte dafür leider nicht so viel Verständnis, und ich wurde dann, mein Vertrag, ich hatte einen Zeitvertrag zu dem Zeitpunkt, der wäre in 4 Monaten ausgelaufen, und ich wurde dann bei vollem Gehalt beurlaubt. So, und dann hast du viel Zeit, Medikamente zu nehmen, viel Zeit, Drogen zu nehmen und viel Zeit, um auf dumme Ideen zu kommen. Und so kam dann diese Apothekenstory zustande und Ah, okay. letztendlich auch. Ah, jetzt verstehe ich das. Also entschuldige, wenn ich dich Ja, unterbrochen klar. habe. Also der Tod des Freundes und auch vielleicht die verbundenen Schuldgefühle, unterbewusst, bewusst, gepaart mit der Freistellung der Arbeit, war eigentlich eine toxische Wirkung. Total. Und du hast dich in deiner Trauer, und ich könnte das nachvollziehen, ja. Also mein bester Kumpel ist auch gestorben mit 35. Am Christel. Und auch wenn es überhaupt nicht rational ist, sich da Vorwürfe zu machen, macht man es eben doch. Sie sind da, Total. die Feelings sind da, und ich denke, du bist da vielleicht auch in eine Art Depression gerutscht. Ja. Und hast die dann für. Wahrscheinlich, Ja, ne, würde ich wahrscheinlich. jetzt auch sagen, so im Nachhinein betrachtet, weißt du, hast jetzt ein bisschen Abstand auch. Ja. Und hast den Schmerz versucht, mit den Substanzen wenigstens etwas zu betäuben. Genau, ich habe mir dann halt diese en masse, ja, Tilidin reingehauen. Ich meine natürlich so Tilidin, so, ich weiß gar nicht, was man sagt. Ich glaube, ab 300, 400 oder 500 Milligramm wirkt das Naloxon. Und das ist aber auch nur sehr kurzlebig, ne? Das hat, glaube ich, irgendwie eine Halbwertszeit von 45 Minuten oder so. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen. Ich habe mir immer die Dosis, die du maximal nehmen konntest, habe ich genommen, und dann eine Stunde später halt die nächste fette Dosis. So, ne?
Ja, und so kannst du dich dann auch mit Tilidin über den Tag voll hochpushen. Das ist dann auch kein angenehmer Rausch mehr oder so, ne? Das ist einfach nur noch ein fieses Dichtsein so, ne? Ja, und dann hat Abkapseln irgendwann. von der Umwelt. Genau, und dann kam halt irgendwann quasi, als wir diese Dame auf der Platte, ne? Ich weiß nicht, kennst du auch den Begriff Platte, Ja, ne? So, und Obdachlosenszene letztendlich. ja, genau, Drogenszene, Obdachlosenszene, Alkoholikertreff, Ja, alles so. Ne? Alle Straße. Leute, die, ja, Straße genau, halt. Straße. Genau. Und diese Dame, die hatte dann halt, ja, wie gesagt, das Oxycodon, das kam dann noch dazu. Zu dem Zeitpunkt aber noch wenig, weil ich da dann das erste Mal tatsächlich auch diesen Respekt vor Opiaten habe kennengelernt, so, weil, ja, das waren so 10 Milligramm Tabletten, ne? Von 10 Milligramm habe ich nicht so viel gemerkt, weil ich wahrscheinlich auch eine hohe Toleranz hatte. Und bin dann auch ganz schnell mal irgendwie so auf, am Anfang, glaube ich, so 60 Milligramm gekommen und das ballert dann halt schon abartig so, ne? Das ist krank einfach. So. Oxycodon. Ja, genau. Das ist ja im Endeffekt Heroin, ne? Ja klar, So, bringen auf den das Punkt. ist, ich sag mal, das war ja früher, das ist ja alles altes Zeug, ja. Ich meine, zum Beispiel Hitler, ich habe es heute wieder in der Schule erzählt, habe ja morgen auch wieder eine Veranstaltung, der hat halt früh sein Pervitin bekommen, ja, Crystal, Ja. und wurde halt abends mit Eukadol wieder ruhig gespritzt, und Eukadol ist heute Oxycodon. Ja. Ja, und Oxycodon ist quasi, wenn wir es mal auf den Punkt bringen wollen, das Heroin der Reichen. So nennt man es bei uns in der Gegend. Oder das Heroin der Pharmaindustrie. Ja, genau. So. Ja. Und ja, und dann wollten wir halt eigentlich erstmal nur Urlaub in Südafrika machen. So, es war Urlaub und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, ey, wir wollen unten irgendwie auch Okay, Business warte mal machen. bitte So. kurz. Es gibt, also ich finde gerade diese Phase mit dem, also hier gibt es eine Frage zu dieser Tote-Freund-Geschichte. Ist der Nachbar dafür belangt worden? Nein, weil wir im Endeffekt nicht wissen, ob er ihm noch was gegeben hat oder nicht. Ich vermute es, weil er war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, er war halt voll auf Pilzen und wahrscheinlich auch voll auf Methadon und Alkohol. Aber ich meine, ich weiß halt auch nicht, hat er sich zu Hause, der hatte eine gut sortierte Minibar, hat er sich zu Hause noch irgendwas eingeschüttet oder so? Oder wie auch immer, die Familie. Die wollte halt auch das alles nicht wahrhaben und hat auch leider den Obduktionsbericht nie zugänglich gemacht für uns. Ich war wirklich sein bester Freund. Wir wollten eine WG zusammen machen und alles. Und Wie viele Jahre älter war der als ja, du? zwei. Zwei, also gar nicht so viel älter. Also gut, ich hatte jetzt im Kopf 10, 15 Jahre. Nee, nee. Nein, nein. Also war schon Nein, nein. eigentlich gleichaltrig, muss man ja fast sagen. Ja. Ne, Ja, schon. quasi. Eine Generation. Ja, genau. Und wie gesagt, ich habe diesen Obduktionsbericht leider nie gelesen. Ich weiß nicht, was für Substanzen in was für Mengen gefunden wurden und was jetzt letztendlich der ausschlaggebende Punkt war, warum er halt gestorben ist, so, ne? Und irgendwann bist du mehr reingerutscht in diese Dealer-Konsumentengeschichte und hast irgendwann gemerkt, du musst dir auf jeden Fall erstmal weg. Genau, wir wollten weg und wir wollten dann halt in Kapstadt irgendein Business machen. So. Wir hatten wirklich eine ganze Menge Geld in der Tasche. Also wir haben uns wirklich eine goldene Nase fürs Nichtstun verdient, Willst du mal so eine fürs Zahl Nichtstun. droppen? Muss ja nicht ganz genau sein, aber so. Also ich frage mal, wie ist das? Also zum Beispiel 50.000, das ist ja fünfstellig. Also es war im fünfstelligen Bereich. Ja. Ja. Wir hatten also, pass auf, ich kann es dir einfach sagen, so, wir hatten pro Nase um die 20.000 Euro und haben vieles halt schon hier ausgegeben. Ja. Sind dann letztendlich, wir sind ja mit einer guten Airline nach Kapstadt geflogen und hatten dann letztendlich jeder so, ja, so 7.000, 8.000 Euro mit. Und wollte dort ein Business starten. Genau, wir wussten noch nicht was. Wir Okay. hatten halt viele Ideen. Das ging so von Club über Strandbar bis alles, alles, einmal alles. So, weißt du, so dumme Drogenrauschgespräche. Du kennst es selber. Ich dann Klingt noch voll da. zusätzlich auf Kokain. Ja, ich kenne das auch auf Crystal, ja. Da sagst du, oh ja, ey Mann, nächsten Monat, da starten wir einen eigenen Club oder ich fange noch mal an zu studieren und ich ziehe das durch. Das ist geil in dem Moment, hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Nee, wollte ich gerade sagen, es ist einfach, es ist Bullshit-Gelaber, so, ne? Es ist Bullshit-Gelaber, aber wir waren halt von unserem Bullshit-Gelaber tierisch überzeugt.
und sind dann halt nach Kapstadt geflogen. So, wir hatten da, wie gesagt, so familiäre Beziehungen von meinem Kollegen da und das war eigentlich total krass. Also wir haben die ganze Zeit dort umsonst gelebt. Wir hatten Glückwunsch. eine Unterkunft, die uns kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Man muss dazu sagen, dass die Währung in Südafrika, das sind südafrikanische Rand, die sind nicht besonders stark. Es ist zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war 1,16 € Rand. Und ich sag jetzt einfach mal, du kannst so, also wir waren wirklich in guten Restaurants essen, aber wenn du jetzt mal so zu Mc's zum Beispiel gehst, dann gehst du da so für um die 3 € hast du da dein Mac-Menü, ne? Lass 4 sein so. Nicht wie bei uns 8 oder 10. Genau. So nur um die Relation einfach mal so verständlich zu machen, Also so. hattet ihr eigentlich so diese Euros nochmal 3 oder so in Rand in Tasche, kann man ja. Ich weiß, was du meinst. So Genau. von der Lebensqualität, von dem, was man sich leisten kann, wie so der Standard auch ist in einem Land. Ja. Genau, wir haben halt wirklich echt sehr gut gelebt, ne? Wir haben sehr, sehr gut gelebt. So letztendlich haben wir sehr viel Geld im ersten Monat verbraten. Also wir waren wirklich so in den besten Restaurants, die du da finden konntest, waren wir essen. So, Einfach wir waren da. mal so Kartell live ge gefahren. Ja, einfach mal so voll auf die Kacke hauen, ne? Also wir Babo waren in live. einem sehr, genau, so ein Bauerläuf. Wir waren da in einem wirklich sehr guten Restaurant, waren wir jeden Tag essen. Die kannten uns irgendwann schon, ne? Die haben uns irgendwann rangewunken, haben uns den besten Platz gegeben, wir haben Dessert aufs Haus bekommen oder so, die wollten uns immer gute Weine andrehen, so, aber keine Ahnung, wenn ich Alkohol trinke, dann trinke ich Bier oder Schnaps, aber kein Wein. So. War gut gemeint, aber wir haben dafür dann halt irgendwie eine Vorspeise, ein Dessert oder whatever bekommen, so, ne? Wir waren da manchmal, waren wir in diesem Laden, so waren wir morgens, mittags, abends und das war dann ein Laden, das war ein Italiener, der hat dann eine Pizza auch irgendwie mal so 25, 30 € gekostet, so, ne? Also das war für die Verhältnisse dort, war das wirklich schon ein sehr, sehr gutes Restaurant, so. Ja, und dann, Und was du mich erwähnt hast, ihr hattet auch noch ein paar Tiridin im Gepäck. ein paar ist gut. Wir hatten so 400, 500 Tilidin im Gepäck und also Benzos. Wir hatten Dias und Lorazepam. Mein Freund hat übelste Flugangst und Lorazepam ist sehr stark angstlösend. Wir hatten auch noch mal, würde ich sagen, so das Gleiche an Benzos im Koffer. So, ne? Wir sind über Dubai geflogen. Also mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Die haben in Dubai tatsächlich noch meinen Koffer aufgemacht und haben dann da so eine Duty-Free-Flasche Alkohol. Ich habe die in meinem Wagen, habe ich die da so quasi, so ich habe die in Deutschland im Duty-Free gekauft und habe die dann in Dubai in meinen Koffer gepackt. So, und die haben die halt rausgeholt und gesagt, ey, bla, geht nicht, ich muss ins Handgepäck in dieser Tüte, die du so versiegelst. Ja, kenne ich. Genau, und ich dachte mir halt, ich so, Alter, wenn die jetzt die Tilidin finden in Dubai, dann ist Zehn Reise für Jahre mich gesetzt. arabischer So. Knast. Ja. Mindestens. Als Drogendealer, Oder so, gleich ne? Todesstrafe. Quasi. Ey, sowas ging mir durch den Kopf, ne? Sowas ging mir Aber nicht durch den das Kopf. weiß man doch vorher, oder? Ja, klar weiß man das vorher. Man Aber weiß so ihr wart vieles so hupend vorher. drauf und so durch den Wind, dass ihr dachtet, kann man ja mal machen. Kann man ja mal probieren, ne? Barfuß oder Lackschuh oder wie sagt man da? Ja, und auf jeden Fall so zur Feier des Tages und weil wir so viel Bargeld bei hatten, habe ich mir dann erstmal eine Sonnenbrille für 400 € am Flughafen Oh gekauft. Gott, völlig dumm alles, Ja. oder? Ja, total. So. Ich meine, die Sonnenbrille ist cool, die habe ich auch heute noch, aber es hätte auch einen für weniger Geld getan. Ja, und genau, dann in Kapstadt angekommen, so das Erste, wir sind morgens um 3 oder so angekommen, sind mit dem Taxifahrer erstmal in so eine Geldwechselstube gefahren, in so eine illegale auch, weil die einen wirklich guten Kurs dann auch nochmal für uns hatten. Ja, und dann so erste Amtshandlung war einfach mal irgendwie auf der Partymeile, die heißt da Long Street, das ist so quasi die Schinkenstraße oder die Reeperbahn von Südafrika. War dann halt erstmal Stoff besorgen, ne? So, also war dann erstmal, ich wollte Koks haben, gab es aber nicht so in der Qualität, die mir gefallen hat.
Ja, dann habe ich mir halt erstmal was zu rauchen besorgt. War eigentlich auch nicht die Quali, die ich so wollte, Da aber merkt man ja. erstmal, dass in Deutschland die Standards ganz schön anders sind, oder? Ja, da kommen wir gleich zu. Also ich Ja. habe später in Kapstadt später Drogen bekommen. Also ich habe später Gras und Pief so in wirklich in Shop-Qualität bekommen. Von so einem Rastafari, der selbst angebaut hat. Der hat ja wirklich Bombenzeug, ne? Also das hat er in den Fingern geklebt. Das war so harzig und aber kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Okay, So, und okay, dann, okay. ja, erstmal da so eine Hecke besorgt und erstmal ein Rauchen und Valium rein und also der Flug über schon, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben den ganzen Flug, der geht 21 Stunden, den haben wir verpennt. Wir mussten in Dubai noch kurz in so ein Hotel, weil wir hatten da 6 Stunden Aufenthalt. Ey, wir hätten fast den Flug verpasst, ne? Die mussten dann so Tür hämmern, um uns wach zu machen, damit wir überhaupt wach werden. So, ne? Wir haben das Telefon nicht gehört, dass unser Bus unten steht und so. Ja. Klingt so ein bisschen nach Fear and Loathing in Las Vegas-Style. Ja, so ähnlich, so Ja. ähnlich. Wird dann auch in Kapstadt tatsächlich noch schlimmer, als wir dann angekommen sind. Genau, mein Lieber, nur mal so jetzt, wir sind jetzt gerade bei 35 Minuten, ja. Wir werden ja sicherlich mehrere Streams machen, das klingt ja schon förmlich danach. Teil Ja. es dir ein. Ich würde mal sagen, wir bleiben heute vielleicht mal Kapstadt, so die ersten Stories und dann kann man ja irgendwann weitermachen. Also, Vollgas. Genau, ja, Kapstadt angekommen. So, dann war erstmal ein paar Freunde treffen, jeden Tag da schön leben und ja, irgendwann dann halt auch eine wirklich gute Connection für Gras bekommen und dann halt ja, Bombengras geholt, auch immer wirklich viel. Und dann waren wir immer, wir haben da einen Freund, der ist Türsteher und der war Türsteher an der Schulenbar. Also man muss dazu sagen, keiner von uns ist schwul, aber die haben halt immer Bombenpartys gemacht. Da war Bombenstimmung. Und die waren wirklich alle hardcore am Stoffen, ne? Die Toiletten, die Türen waren auf und da lag immer oben auf diesem Spülkasten. Ey, du kanntest die Leute nicht. Die haben dir da Nasen angeboten, haben die da hingelegt und hier nimm und geil und Party und wuh und auch die kannten uns später schon alle. Und da habe ich dann jemanden gefunden, eine Frau, weil da kommen auch viele Frauen feiern, die auch nicht lesbisch sind, weil die halt einfach keinen Bock haben, so von den Männern in den normalen Das Clubs ist so angemacht zu fast so ein werden. Safe Space für die, fast, wo man Party machen kann, ohne dass einem die Typen aufs Dach steigen. Genau, Ah, genau. verstehe ich, Und verstehe ich. fanden die halt auch dann geil und dann ja, haben die da habe ich dann eine Frau kennengelernt, das war eine Engländerin und die hat halt die kannte jemanden. Die haben das Koks direkt aus dem Hafen geholt, direkt aus dem Container. So mit Wahnsinn. Stempel drauf und allem. Und ja, und dann hatte ich auch mein gutes Koks, ne? Und dann habe ich in Kapstadt tatsächlich angefangen, echt auch viel Neues auszuprobieren. So, ne? Hier so ein Kaktus und sowas, ne? Peyote. Hier nenne ich Peyote, diesen anderen, diesen länglichen, diese peruanische Taschenlampe, peruanischen Torch oder wie die sich nennt. Ah, okay. Und? Das ist auch so ein sowas. Und da hast du halt eine übertriebenst große Goa-Szene. Und die Leute, die da auf Goa feiern gehen, das sind so Rastafaris. So Hippies. Hippies. Und die bauen halt Pilze selber an und Gras und diese Kakteen und alles Mögliche und dann Mescalin und alles Mögliche probiert. Ja, und dann auch so GHB, also hier Liquid Ecstasy. Ist ja nicht nur so eine Rape-Droge, sondern kann dich ja auch einfach echt ziemlich übertrieben krass high machen, so. Also ich muss ehrlich sagen, also das kommt ja jetzt erst wieder auf alles so, aber ich kann mich erinnern, so um die 2000er rum, das ist ja nun auch schon über 20 Jahre her, ging hier das Zeug in Leipzig als Liquid Ecstasy rum, Richtig, ja, genau, ja. in Plastetüten haben die das hier rumgeschleppt. Und dann hatten die immer so eine Spritze dabei, haben das hochgezogen, hast deine 0, was weiß ich, wie viel Milliliter das waren, gekriegt. Und ich habe das damals auch ein paar Mal genommen und fand eben, man konnte gut drauf kuscheln, konnte gut Mucke hören, vielleicht auch ein bisschen Sex haben, aber es hat schon ganz schön gedrückt. Genau, ja, genau, so war das bei mir Und auch. Entschuldigung, und eben nicht wie bei einer Pille, wo sicherlich auch immer ein bisschen Pep drin ist. Also dieses Ganze, dieses nach vorne gehen, das hat halt komplett gefehlt. Du warst halt echt matschig.
Es hat halt gar nichts auch mit Ecstasy zu tun. Ne? Ja. Man hat es, glaube ich, so wie ich das erfahren habe, eigentlich nur so genannt, um es besser zu verkaufen. Im Endeffekt ist das ja auch diese Rape-Droge, also die du ich weiß, Frauen genau. Glas tust, so, ne? Weil es farblos ist, geruchslos, genau. Geschmacklos. Und ja. Wie du das sagst, du musst das halt mit einer Spritze oder mit einer Pipette wirklich Milliliter genau abmessen, weil zu viel macht halt auch ganz schnell mal Overdose. Den Reset-Knopf, so, ne? Genau. Und ja, dann waren wir da irgendwann, sind wir auch immer auf diesen Goa-Festivals gelandet. So, die gehen ein Minimum Wochenende, aber manchmal auch 4, 5 Tage. Du zeltest da und bist da so voll in deiner eigenen Welt. Das ist da halt, wie gesagt, echt ein dickes Ding. Ich sag mal so, wie bei uns irgendwie hier Radiosender, Jam FM oder was wird, ja. Hast du da halt 4, 5 Goa-Sender, so, ne? Ich würde dich ja mal gerne unterbrechen. Es gibt erstens eine Frage und zweitens, also erstens würde ich gern sagen, ich habe gerade das Feeling so, es klingt halt wirklich nach Paradies. Und ich warte halt drauf, ja, wann der große Absturz kommt. Ja? Ja, da, ja. Das zum einen. Und jetzt gibt es noch eine Frage. Ist der Typ und oder sein Freund Schwarzen, war ja dort als Weißer schnell bekannt. Also ich weiß, du bist nicht schwarz, du bist... weiß wie ich oder wie, also genau, wie immer wir es Hautfarben. Weiß wie eine Wand. Und er fragt, war er dort als Weißer schnell bekannt in der Szene? Man muss dazu sagen, also mein Freund war auch nicht schwarz und in Kapstadt separierst du zwischen Black People, Colored People und Weißen. Und dann nochmal Weiße und Buren. Buren, also Buren kenne ich, genau. Das, Buren, sind jetzt, genau. Das sind so die Extreme so ein bisschen, die Holländer. Das sind diese Kap-Holländer, genau. Genau. Und diese Coloreds, das sind quasi Halbschwarze. Also ja, irgendwie, irgendwann in deiner Familie waren auch mal Weiße, aber auch ja, Schwarze. Ja, also ja, diese Leichtfarbigen halt. Und ja, also es sind da Schwarze und Weiße, ne? Das ist halt so ein richtiger Vielvölkerstaat, ne? Die haben 11 oder 12 Amtssprachen. Also jein, man kannte uns halt, weil wir waren so hier die Germans halt einfach. Die, ne? Crazy Germans. Genau, und auf jedem Festival dann. Und aber wir waren jetzt nicht wegen unserer Hautfarbe oder so bekannt. Wir waren eigentlich mehr durch die Dinge, die wir da eben gemacht haben. Bekannt, weil man oder? Muss einfach mal sagen, Südafrika ist auch letztendlich sehr durchmischt. Ich meine, da gibt es Schwarze, da gibt es Raumhäutige, da gibt es Weiße. Viele Asiaten, viele ja, Inder, viele Malaysier, sowas, ne? Alles halt so. Und ja. Okay. Mein Lieber, noch eine Viertelstunde. Ja, wir können auch gerne ein bisschen länger machen, wenn es von dir aus passt. Ich habe da kein Problem mit so. Nein, ich bleibe gern bei einer Stunde, weil ich habe nebenan meinen Sohn sitzen, der auch was von seinem Papa noch heute haben möchte. Alles klar, gut. Meiner ist schon im Bett. Ja, meiner ist schon ein bisschen älter. Genau. Ja, okay. Also, und pass ja auf, nur mal so, Buddy. Also, das passt doch so. Eine Stunde ist so geil. Ja, dann können wir gleich nachher den zweiten Termin fertig machen. Also, was ich damit sagen wollte, versuchen Cliffhanger hinzukriegen. Weißt du wie? Wo wir dann in der nächsten ja Folge nahtlos weitermachen können. Und übrigens kriegst du gerade Props aus der Community. Der Mann kann sehr gut erzählen. Und ich finde auch, ja, du hast eine Menge zu erzählen. Ja, da kommt noch einiges auf jeden genau Fall. Ja, so, ich meine, der Abstieg heute im Nachhinein betrachtet, der Abstieg hat begonnen, als ich die Gangway vom Flugzeug runtergegangen bin. Ah, da okay hat heute, wenn ich das reflektiere, hat mein Abstieg begonnen, so, ne? Und boah, wir hatten dann auch viele Freunde halt, die schwul waren und bei denen ist halt da unten angesagt Crystal. Mhm. Also Chemsex-Droge. Genau, ja, genau. Crystal nennt sich da unten Tick. Tick, genau, weil das tickt, wenn man es verbrennt. Ja, kenne ich alles. Genau, mhm, genau. Die Kombination von GHB und Tick ist halt unten gerade in der schwulen Szene so wahnsinnig. Mir fällt gerade was ein, das muss ich jetzt, ich muss dich unterbrechen, tut mir leid. Mir fällt gerade was ein. Ich habe letztens auch eine Doku gesehen, wo es um eine afrikanische Droge geht, die aus Autokatalysatoren gemacht wird. Wow, okay. Noch nicht ja gehört davon? Jetzt so nicht, okay, vielleicht so. Gut. Mag sein, dass mir das irgendwann auch mal in die Finger gekommen ist. Aber nee, ich dachte, das ist aber eher so, es ist eher so Township-Droge, also wirklich für ganz unten. Ja, weißt genau. Du? Okay, weiter im Text. Genau, dann halt auch so das erste Mal Crystal gezogen und das war halt, ja, brauche ich nicht zu erzählen, geisteskrank. So, das Problem ist, die kriegen da unten, weil der Zoll sehr korrupt ist, ich weiß nicht, ob die groß Ahnung vom Kochen haben, aber die kriegen halt die Rohstoffe dafür in einer aus China ultra reinen Qualität, genau, da fragt halt keiner nach, ja, da ist nicht ja.
hier dieses Shake and Bake, wie das in Amerika mal war, mit diesen Batterien, wo dir die ganze Scheiße um die Ohren fliegt und du danach aussiehst wie, weiß ich nicht, Niki Lauda oder so, ne? So im Trailer mal schön das Ding hochgejagt. Genau. Mhm. Und ja, das kriegen die da halt, wie gesagt, in einer sehr, sehr reinen Qualität hin. So schöne, dicke, fette, große Kristalle. Mhm. Und ja, und ich fand das Ziehen halt irgendwie, ich fand das ekelig, weil ich mochte das nicht, dieses Gefühl, als wenn dir jemand einen glühenden Nagel ins Gehirn hämmert. So. Tut richtig scheiß weh, Kristall ziehen, ich weiß. Genau. Ja, und bei mir war es immer so, wenn ich es durchs linke Nasenloch reingezogen habe, kam aus dem rechten Auge eine Träne aus. Genau, genau. So war das bei mir auch. Und das mochte ich halt überhaupt nicht so. Und dann bin ich halt schnell dazu übergegangen, das zu rauchen. Das war aber tatsächlich nicht oft. Also ich muss dazu sagen, ich hatte da unten nicht viel unter Kontrolle, aber den Crystal-Konsum auf jeden Fall, weil ich da auch den krassesten Respekt vor hatte. So. Mhm. Weil du gemerkt ich hast meine, beim ersten Konsum, das ist ein anderes Level. Das ist ein anderes Level, Alter. Das ist echt so, das ist so, der ich war, ich hatte genau, ich hatte hier in Deutschland auch viel mit Speed und Ecstasy und so zu tun. Kannst so, du nicht vergleichen, das, kannst du nicht vergleichen. Nein, Mann, auf jeden Fall nicht. Und wir haben dann da leider zwei Mädels kennengelernt, die echt hardcore Crystal abhängig waren, aber die waren cool, Alter, die waren wirklich cool. Die haben auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, die hatten noch Jobs und so, ne, also die waren noch nicht so ganz so abgefuckt. Die haben halt konsumiert wie so ganz abgefuckte Leute, also du weißt, wie ich das meine, wenn ich abgefuckt sage, ne? Ich möchte da niemanden irgendwie, ne? Nee, nee, ich, das ist, wir verstehen das alles, ja. Ja, genau, also, so. Der Kontext ist doch hier, wir werten nicht, aber genau. Wir müssen es manchmal auch benennen, wie es ist. Genau, und ja, die haben halt, die eine hat sich das in ihre E-Kippe immer getan, die hat sich ihre Liquid selber angemischt und hat sich da so einen fetten Kristall reingeworfen und dann hast du schon immer so, ey, die saß im Restaurant, wir saßen im Restaurant so und dann hat die angefangen, da ihre scheiß verfickte E-Kippe, Entschuldigung für die Wortwahl, mit diesem Crystal zu rauchen, Alter, so. Alter, und, krass. Ja, irre, weiter, ich bin völlig bei dir, ja. Genau, und ja, mit denen hat das dann leider so ein bisschen angefangen, die haben mir das irgendwann mal angeboten, ich bin halt ein neugieriger Mensch, ich probiere gerne aus, ich habe es dann auch ausprobiert und dann hatten wir noch ein paar schwule Freunde, die es gemacht haben und dann hast du halt ab und an mal hier deine Pfeife geraucht und ich konnte das, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon hier aus Deutschland so ein Pet-Overdose, so ich wollte dann irgendwie pennen abends so und habe dann halt noch eine Handvoll Benzos reingeschmissen, damit es wieder geht so. Und ja, das war halt so, dann auf den Festivals habe ich eigentlich immer gern so Psychedelika genommen, so viermal eine Pappe oder Pilze und irgendwann kam dann halt das Crystal zu. Ne? Also ich habe so irgendwie 4 Tage durchgetanzt, ey, ich war da die German Dance Machine so. Mhm. Pervitin kennt man ja, das warst du ja. Im deutschen Blitzkrieg-Modus beim Tanzen. Genau, ich war echt im Blitzkrieg-Modus, so echt, ja. Geil, so, das passt voll. Ja. Ich war im Blitzkrieg-Modus und hab dann da halt irgendwie sowieso, ich war vorher schon viel auf Techno-Feiern hier in Deutschland und das war halt einfach geil, das war so eine familiäre Szene, man kannte sich und du hast dem das gegeben, der hat dir das gegeben, alle waren geil miteinander und so und die wussten halt schon, dass wir einen übertriebensten Vorrat an Schmerzmitteln und Benzos haben, so Tilidin gibt's da unten nicht, fanden die halt auch dann voll geil. Und wir haben halt auch mit dem Zeug um uns geworfen, Alter. Wir hatten irgendwie 5 N3er-Packungen von jedem dabei, so. Und ja, so haben dann halt da. Hattet ihr viele Freunde? Wir hatten viele Freunde. Wir hatten richtig, richtig, richtig viele Freunde. Richtig viele. Also wir waren bekannt in der Stadt, so auf jeden Fall. Und irgendwann haben wir dann mal so Leute kennengelernt. Das war ein Typ, der sah schon ganz komisch aus. Viele Tattoos, viele schlecht gemachte Tattoos, muss man dazu sagen, auch im Gesicht und so. Und dem haben die Schneidezähne gefehlt. Viel Crack gemacht. Ja, gar nicht. Das waren Colored so. Ja. Und bei diesen Colored gibt es so Gangs, das sind die Numbers. Ja, kenne ich. Die sind hier so. Ja. Genau, gibt es einen geilen In den Townships. Genau, gibt es einen geilen Podcast hier von dem Pollux. Ja, weiß, Maximilian. Ja. Genau, sollte man sich anhören, ist cool, der erklärt das sehr geil. Und die Numbers, die sind halt, das ist so, die sind so vom Level her, sind die so Aryan Brotherhood, ja? Mhm.
So, die ziehen sich da, also es gibt da halt die Enforcer, die bringen Leute um, es gibt die Leute, die machen einfach Geldgeschäfte und dann gibt es da auch eine Gruppe, so, das sind quasi, die werden Wifeys genannt. Die werden da einfach vergewaltigt, die werden auch nicht mehr als Männer angesehen, das sind im Knast Frauen. Ja. Und wenn du diese Männer fragst, die vergewaltigen, die sagen ja auch, nein, ich bin nicht schwul, das ist eine Frau. So. Und irgendwann kam dann so ein Typ auf uns zu und sagte, ey, ich sehe euch hier regelmäßig in dem Laden. Das war so ein Laden, da gab es jeden Mittwoch ein Shot, also ne, ein Shot für ein Rand. Wenn du das umrechnest, das sind irgendwie 30 Cent. das ist nicht Ja, mal. 16 Rand sind 1 Euro. Das sind weniger als 1 Cent. So. Und dann habe ich gesagt, ich sehe, ich schaffe 50 Shots. Und alle so, nein, nein, schaffst du nicht. Ich habe bei 38 oder so habe ich ein Blackout gehabt, aber ich habe wohl bis 54 mitgezählt oder so. Und dann, das fand der Typ irgendwie so crazy, der hat uns dann den Mittwoch danach angesprochen und hat gefragt, ob wir nicht Interesse irgendwie an Drogen haben, ob wir bei ihm kaufen wollen. Er hat die beste Quali. Und dann haben wir gesagt, ja klar, so, erstmal nur bei dem gekauft und irgendwann kam es dann so, ey, wollt ihr nicht für mich verkaufen? Warte. Ja, und das ist halt so, du musst überlegen, das ist halt wirklich, als wenn dich irgendwie so ein Mexikaner oder irgendwie Ist so eine fast ein Krank. Ritterschlag. Ja, oder als wenn dich so Bloods oder Crips ansprechen und fragen, ob du für die Drogen verkaufen willst. So. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es gemacht. Wir haben alles verkauft, ne? Ecstasy, es gibt da unten Als noch Drogen. Ausländer in Südafrika muss man immer noch erwähnen. Ja, genau. Und auch sehr erfolgreich eigentlich tatsächlich so. Und es gibt da unten noch eine Droge, die gibt's hier nicht, die kenne ich Cut. auch nicht. Die nennt Cut, genau. Ja. Und das Cut, das wird da irgendwie, das sind nicht, wir haben nicht diese Blätter gehabt, das kannst du irgendwie noch chemisch weiterverarbeiten. So Das, als Konzentrat. genau, das kannst du dann ziehen. Das hat dann so eine Ja. ähnliche Wirkung wie Speed. Und das war halt immer so, wenn du irgendwie feiern warst und nichts anderes ging, aber du den Bock auf irgendwas hattest, dann hast du dir halt das geholt. Sau billig das Zeug, sau eklig, aber ab einer gewissen Dosis scheppert das halt auch wie Hulle so. Und ja, dann haben wir das noch mitverkauft, ey, wir haben Ecstasy verkauft, wir haben Koks Also verkauft. habt ihr auch euer Leben dort so ein bisschen finanziert dadurch oder ein bisschen viel davon? Genau. Weil wir waren mit dem Geld, was wir mit hatten, waren wir nach 1,5 Monaten quasi pleite. Hatten dann so 2 Wochen halt so no money, waren so voll broke, waren froh, dass wir unsere Unterkunft umsonst hatten, haben irgendwie dann echt mal nur, waren mal nicht nur essen, haben dann mal einmal selbst gekocht und sonst waren wir bei so Billiglieferdiensten. Und dann kam irgendwann ein krankes Festival, das heißt Alien Safari. Und ich weiß jetzt nicht, 47 Minuten. Wir haben leider noch ein bisschen Zeit. Gut, auf Alien Safari muss ich gleich zurückkommen, weil das wird mein Cliffhanger auf jeden Fall. Und ja, zum Beispiel die Mädels, die wir da dann kennengelernt haben, diese zwei Crack-Mädels, also diese zwei Crystal-Mädels, die waren dann immer arbeiten und die einen, also die kamen aus so Rich Families, ne? Die eine wohnt eigentlich in Johannesburg, aber war mit der Schule fertig und hat dann halt bei ihrer Tante in Kapstadt gewohnt, in so einem ziemlich großen Hochhaus, was aber so ein Hochhaus mit, also du hast sowieso überall Securities, wenn du irgendwie weiß bist und So selbst wenn du Compound Style. richtig, Ja, so ja. abgeschlossene Gesellschaften und ja, die hat ganz oben gewohnt in so einer Penthouse-Wohnung. Da haben wir dann halt viel Zeit verbracht. Da kam dann immer so ein DJ, der hat da aufgelegt und wir haben da so geile Hauspartys gemacht und ja, ultra viel Zeug konsumiert. Und die hatte halt ein 3er BMW Cabrio, so mit so einer 3-Liter-Maschine. Und die hat die uns dann halt zur Verfügung gestellt. Und damit sind wir dann einfach den ganzen Tag wahllos mit, keine Ahnung, asozialer Deutschrap-Mucke durch Kapstadt gefahren. Von Restaurant zu Restaurant. Und die Leute haben uns dumm angeguckt. Das sind ja auch sehr viele Deutsche da unten. Ja, und genau, aber wir waren so, ey, I don't give a fuck, so, wir ziehen hier unser Ding durch und haben da echt, also die Festivals da zum Beispiel, wir sind dann auch mal irgendwie einfach zum Festival abends zum Schlafen wieder nach Hause, das waren so, teilweise war das 200 Kilometer eine Strecke, aber war ja egal, wir hatten ein Auto, wir hatten eine Tankkarte, so, pff, kann man machen, ne? Klingt nach einer Mega-Zeit.
Ja, wir haben viele Drogen aufs Festival gebracht und so, weil wir wurden auch nicht kontrolliert, sondern die haben halt gesehen, ey, das sind Deutsche, die sind gut gekleidet, also wir hatten jetzt hier nicht so Gucci oder sonst was an, aber wir hatten halt, weiß ich nicht, die haben das halt gesehen, ne, so fette weiße neue Sneakers und ne, eine teure Sonnenbrille. Sportlich elegant. Genau. Und ja, haben da dann halt so unsere Zeit erstmal mit dem, was ich gerade beschrieben habe, so Drogendealen und nehmen und abspacken halt einfach. Und ich habe parallel halt auch gemerkt, so mein Freund, der hatte vorher hier in Deutschland eine Psychose und der hat halt schon mal in Kapstadt gewohnt und der musste dann halt, der hat da auch längere Zeit gewohnt, der musste dann aber halt, weil der vorher quasi dort so gelebt hat wie ich, der hat keinen Alkohol getrunken in Kapstadt und der hat auch bis kurz vorm Ende hat der auch eigentlich keine Drogen genommen. So. Der war halt voll auf Benzos immer so. Voll. Den konntest du teilweise, konntest du ihn in die Ecke stellen, so für 4 Stunden und den abholen, so. Der hätte wahrscheinlich erst nach 3,5 Stunden gerafft, dass er auf einmal alleine ist. Krass. Ja, und so haben wir dann da ich habe das aber irgendwann in so klaren Momenten habe ich gemerkt, ich so, puh, das wird immer schlechter, so. Das geht immer schlechter, der wird immer instabiler und die Mädels, die dann da waren, diese zwei Crystal-Mädels, mit der einen hatte der was und die wollten halt unbedingt immer, dass der Crystal nimmt. Unbedingt. Und der war halt echt so stabil und hat immer gesagt, nein, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Und das ging dann so weit, dass die dem was ins Getränk gemischt haben What the und fuck, echt? ja, aber ich meine, du schmeckst es halt, ne? Es hat bitter Scheiße geschmeckt, er hat es weggestellt. Das ging dann aber auch, die haben dem zum Beispiel, wenn der geschlafen hat, einen Geldschein in die Nase gesteckt und eine Karte drunter gehalten. So Sachen so, ne? Ja, und keine Ahnung, Ist ja jetzt schon halt. Körperverletzung. Ja, klar, auf jeden Fall. So war in dem Moment, haben wir das aber halt abgetan, so als einfach bisschen assi, aber macht das nicht mehr und alles cool. So. Und wir haben dann halt auch immer so verrücktere, teilweise auch, also Leute, die nicht so hart drogenabhängig waren, kennengelernt. Wir haben jemanden kennengelernt, der ist so Kostümbildner, der hat tritt immer in Dresden in so einem Varieté auf der kommt immer so um die Weihnachtszeit nach Deutschland und der war halt auch, den haben wir in so einer schwulen Bar kennengelernt, der war halt voll cool und irgendwann sind wir dann halt mal zu dem gegangen und ich weiß nicht, kennst du Poppers? Poppers meinst du? Poppers, ja, Zum so, ne? Schnüffeln. Genau, ich weiß. Ja, kenne ich, klar. Genau, für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt so, ist so ein kleines Fläschchen, da ist eine Flüssigkeit drin, die ist hochätzend und du inhalierst das Zeug halt. Und das ist A, in der schwulen Szene sehr beliebt, weil das halt die Muskulatur entspannt, gerade die Darmmuskulatur. Ja, Ich meine, wir wir brauchen kennen das jetzt nicht alles mehr von darauf eingehen. BDSM-Peter hier vom Kanal. Genau. Ja. So, und das ist halt auch in der Techno-Szene sehr beliebt, weil dir das halt echt so für 2, 3 Minuten so ein ganz, Also ja, einfach ich habe ja Poppers früher auch gezogen und zwar hauptsächlich auf Pilzen. Das war der totale Turbo. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Also ja. wenn du so Das richtig habe ich fett auf gemacht. Pilzen surfst und dann noch Poppers ziehen, das ist schon, also das ist krank. Genau. Und das riechst du halt auch in den Clubs. So, dieses Zeug hat ja einen sehr beißenden Es ist Eigengeruch. letztendlich Lösungsmittel, was du da reinziehst. Genau, irgendwie so. Keine Ahnung. Und dann sind wir zu dem und in die südafrikanischen Häuser, die haben halt nicht so die Heizungen, wie wir das jetzt kennen, da machst du viel mit so Heißluftöfen und sowas. Und der hatte halt mehrere davon, aber die konnten auch kühlen. So, es war halt warm und dann haben wir uns so, der hatte so ein Ofen, das war, keine Ahnung, kleiner Raum, so 13, 14, 15, vielleicht 18 Quadratmeter. Und dann haben wir überall diese Kühlgeräte verteilt, haben da irgendwie so 35 Flaschen Poppers vor diesen Lüftungen gestellt und die überall hingestellt, in dem ganzen Raum. Dieser Raum hat abartig krank gestunken und wir haben da halt einfach eine Stunde drin gechillt und uns da voll von diesen Poppers wegschießen lassen, so, ne? So, das war halt auch ab und zu mal so einfach da. Also mein Lieber, ich habe ja schon einiges gehört, ja, aber Ja. das ist hier schon High Level, was du erzählst, das ist super. Ich würde heute gerne mal einen Cut machen, ja. Machen wir.
mit absolut der Verpflichtung, wenn wir den Stream ausmachen, wir gleich den nächsten Termin anzugehen, weil das ist wirklich besser als jede Netflix-Serie. Ja, voll gerne so. Ja, und scheiße, du musst das eigentlich aufschreiben, ne? Weißt du das? Ich habe es schon mal überlegt, tatsächlich so. Ja. Und dann war ich aber immer wieder an dem Punkt, mir war das lange Zeit, das heißt peinlich. Das ist mir nicht peinlich, aber so, ich habe halt immer dieses Ding so, ey, du musst ja auch irgendwie mal dran denken, wenn du mal ein Vorstellungsgespräch hast oder sonst Ja, komm, sowas. ja, nee, aber das ist es, es ist halt, glaube ich, nicht mehr so. Ich finde eher, wenn man sowas, und ich kenne es ja selber, schreibt, veröffentlicht und irgendwie dazu steht, ist das eher fast eine Ressource und das ist halt einfach auch cool heute. Weißt du, was ich meine? Ja. Na gut, okay, also mein Lieber, ich fand das total krass und ich merke auch, dass das so erstmal der Anfang von allem ist. Ja. Auf jeden Fall. Und wir hatten heute gut Zuschauer, war wirklich gut. Und ich würde es gern mal so stehen lassen. Also du kannst dir den Stream ja. Ach genau, eine Frage soll ich noch stellen von iCranix. Ja. Zum Abschluss. Hast du in Afrika Quaaludes ausprobiert? Qualoons. Ich weiß jetzt nicht, sind das Roofies oder ist das das, Ich was er glaube, hier das bei sind Wolf Roofies. of Wall Street nennt? Ja, Roofies habe ich ausprobiert, habe ich auch noch eine echt kranke Geschichte zu. Müsste er sich vielleicht beim nächsten Stream mal dabei sein und das nochmal ansprechen, habe ich eine echt kranke Geschichte zu Roofies. Und wenn er die Dinger meint, die hier bei Wolf of Wall Street, die er sich da nimmt, Also, diese Lemon Drops, die habe ich auch eine gute Geschichte zu. Quaaludes sind Metaqualon. Ja, ich glaube, das ist dieses Zeug, was er bei Wolf of Wall Street nimmt. Ja, das soll er sich merken, soll er im nächsten Stream nochmal stellen. Das ist jetzt eine Geschichte, die kriege ich jetzt, wir sind jetzt bei 56 Minuten, die kriege Ja, ich nee, jetzt nee, in alles 4 gut. Minuten nicht Alles mehr gut. hin. Nee, mein Lieber, Aber also. soll er sich drauf freuen, habe ich zu beiden echt crazy Stories so. Genau. Alright. Meine Lieben, ich lasse den Streamer zu stehen. Ich denke, der wirkt für sich. War wirklich irre. Also vielen Dank dir auch, Tom, für die Mega-Stories. Ist. Genau. Iconic hat gerade die von Wolf of Wall Street Lemons. Ja, genau. Ja. Okay, gut. Also, freut euch auf den nächsten Stream mit Tom. Und Ja, geil. genau, Tom, du bleibst kurz in der Leitung. Ich verabschiede mich von heute. Ich danke dir, Tom. Ich danke euch, Community. Habt noch eine schöne Woche. Bleibt sauber. Ja, auf jeden Fall auch nochmal danke für die Leute, die zugehört haben und genau, habt eine schöne Woche. Lasst euch überraschen, was demnächst so kommt. Alles klar. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ja, auf jeden Fall. Ciao.